haben zu viele schulmüde Kinder. Kinder müssen nicht schulmüde sein. Alle Kinder könnte man für die Schule begeistern, wenn man so von innen beginnt. Ja. Ich kenne keine Kinder, die das nicht tun. Sobald sie spüren, das ist mein eigenes Anliegen, glänzen ihre Augen in einer ganz anderen Weise. Sprechen sie anders, haben sie andere Kraft. Ich meine, man kann schon denken, ja, dort hinten irgendwo hört das dann auf. Ja, aber das stimmt gar nicht. Ja, das geht immer weiter. Und das kann, also der Mensch kann das nicht auffassen. Ein Mensch braucht nicht wie mit das Unendliche denken. Also denke, dass es etwas Unendliches gibt. Ja. Gleich auch, wann hört das Weltall auf? Das kann man ja, genau, nicht das ist nämlich. Das ist einfach unendlich. Ja. Der Lehrer sollte weniger Fehlersucher sein als Pfadfinder des Geistes. Er sollte sich fragen, wo sprichst du an? Und dort sollte er seinen Weg beginnen und dem Kind helfen, von dort aus die Schritte, die ihm möglich sind und auch angenehm sind, weil sie sich geben, zu verwirklichen. Mit den heutigen Prüfungsanforderungen, mit dem Vergleich von Schüler zu Schüler durch eine ganze Klasse oder durch eine ganze Schülerpopulation oder einen Vergleich der Schüler verschiedener Länder, wie wir das heute gerne tun, dass man damit nahe herankommt an das, was ein Kind lernen soll. Pestalozzi hatte so schön gesagt, ich vergleiche nie ein Kind mit dem anderen, sondern jedes nur mit ihm selbst. Und das wäre eine Schule, die auf die innere Bereitschaft zu lernen abstellt und keine Noten gibt. Und nicht durch Noten die Kinder dazu führt, zu lernen. Das ist immer eine Veräußerlichung. Sondern die darauf setzt, dass die Kinder aus ihrer inneren Betroffenheit durch Wirklichkeit zum Lernen kommen und lernen wollen. Froh und fröhlich betroffen in ihre Schule gehen, mit dem Gefühl, da bin ich zu Hause, da möchte ich lernen. Und die kleinen Arbeiten sollten solcher Art sein, dass das Kind unbedingt zurückkommen will und weiterarbeiten an dem, was es sich selbst als Aufgabe stellte. Das wäre eine freie Schule, eine Schule von innen her, eine Schule, die der Wirklichkeit zugewandt ist. Man könnte sagen, eine geistig getragene Schule. Ich meinte, den Menschen muss man zu sich selber führen. Mhm.